der Corrientes. Den hat's also irgendwie erwischt. Ich speichere mal im Ab. Und werde mal eben mich mal teleportieren zum Dorf, beziehungsweise in die Nähe. Mal gucken, was das Logbuch sagt. Also wir haben hier die Feuerschoten, die wir noch abgeben. Die zerbrochene Rassel. Die sollte ich beim Marakai-Stamm finden. Ah, okay. Das heißt, hier den Handspiegel, wie gesagt, den hat ja der Buß. Und dann haben wir ja noch den geheimen Zugang. Insel der Toten, das zweite Ich. Nachricht aus der Welt der Lebenden. Bones hat ein anderes Ich in der Totenwelt. Das heißt, da müssen wir dann auch nochmal hin. Diesen Geist erlösen. Die Brut der Bucht von Marakai, das haben wir eigentlich erledigt. Müssen wir nur mit Eldrick nochmal eben besprechen. So, und das schmierige Köchlein. Das sollte ja auch hier sein, ne? Habibs Jagdbeute. Eine Gruppe Piraten haben Habibs Jagdbeute gestohlen. Ohne das Fleisch kann er nicht zurück ins Dorf. Ich werde mal sehen, ob ich sie ihm wiederbringen kann. Ach so. Die haben wir noch nicht, ne? Haben wir? Aber die Jagdbeute haben wir nicht, ne? Ach, dann sind die wahrscheinlich hier oben lang, ne? Das sind wir auch noch gar nicht gewesen, ne? Ich gehe mal eben aufs Schiff. Und werde mal eben einmal eine Runde pennen. Mal kurz mit Eldrick mal eben reden. Dass wir hier die Gargoyles schon mal erledigt haben. Hier hast du die Gargoyle-Eier von Marakai. Ha, ich habe es doch gewusst. Die Biester sind berechenbar. Sagte ich dir das nicht? Ja, ich denke, sowas in der Art hast du mir gesagt. Das hast du gut gemacht. Du bist ein wahrer Held. Kammerjäger ist wohl passender. Die Gargoyles von Marakai sind Geschichte. Sehr gut. Das lässt mich wieder ruhiger schlafen. Die Bucht von Marakai ist sauber. Ja, das hast du gut gemacht, mein Freund. Ich wusste, ich kann mich auf dich verlassen. Okay. Was nun? Jetzt haben wir uns eine kleine Verschnaufpause verdient. Meinst du nicht? Mein Reden. Waren das jetzt alle Gargoyles? Ja, mein Freund. Du hast die Gefahr abgewendet. Ich wüsste nicht mehr, wo sich die Gargoyles noch hätten einnisten können. Das hast du ganz hervorragend gemacht. Ich weiß nicht, wie die anderen das sehen, aber für mich bist du der größte Kapitän der Südsee. Hier, nimm dies als Lohn und Andenken an die unerbittlichen Kämpfe gegen die Gargoyles. 2500 Gold, also ich meine, Eldrick. Vielen Dank, vielen Dank. Danke für deine Hilfe, mein Freund. Jederzeit wieder. Das nächste Mal vielleicht in einer etwas ruhigeren Zeit. Was wirst du nun tun?
Mein Platz ist an deiner Seite, solange dieses schreckliche Frauenzimmer diese Welt bedroht. Ach, klasse. Na dann? Gut. Dann lass uns weiter segeln. Ja, du hast noch eine Mission zu erfüllen. Ich werde dich dabei nach meinen besten Kräften unterstützen. Auf geht's, Captain. Ja, sehr schön, Heldrick. Dass er dabei bleibt, ne? So, Jaffa, bei dir auch alles gut? Nö, ich glaube, er hat noch nichts gesammelt, ne? Wir müssten ihn auch mal wieder mitnehmen dann das nächste Mal. Aber hier war einfach Charlie die richtige Wahl. Hier mit den ganzen Dialogen auch und so. Die hat uns da echt eine Menge geholfen, auch da bei dem Stamm auch, ne? So, ich leg mich immer noch mal im Schlafen. Und hier, Hawkins, alles klar bei dir? Ich koch uns was Leckeres. Jo. So, kurz mal im Hinlegen. Wo ist denn hier das Bett? War das nicht hier? Da hinten, ne? Nee. Ah, nee, das war da oben. Master Bedroom. So. Bis zum nächsten Morgen schlafen. So. Patty ist ja auch noch am Start. Mal gucken. Ist doch kein Wunder, dass wir Piraten immer so einen schlechten Ruf haben. Sogar die Eingeborenen am Arsch der Welt werden von ihnen beklaut und betrogen. Ja, ist doch gar nicht so schlimm. Irgendeine Idee, wo ich Harlock jetzt suchen soll? Am besten du fragst direkt mal die Jungs von der Inquisition. Die scheinen ja schon eine Weile hier zu sein. Ja. Haben wir ja bereits gemacht. Er wohl eher nicht. Ich weiß gar nicht, hier der Kanonenmann hier, Markus. Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Nö. Valdez vielleicht? Nein. Puerto Isabella ist auch nicht an einem Tag entstanden. Wie sieht's aus bei dir? Alles im grünen Bereich. Danke nochmal für deine Hilfe. Ohne dich wäre ich jetzt Futter für die Ratten. Schon gut. Ja, kein Ding. Haben wir gerne gemacht. So, Protektor. Wären wir doch niemals aufgebrochen. Nee, das mit dem Harlock, das müssen wir mal uns mal anschauen. So, wir machen mal eben hier die Geschichte mit dem Fleisch. Hier mit dem Habib. Dass der auch wieder zurück kann ins Dorf. So, da hat er uns ja erzählt. Hier hoch, ne? Meine ich. Hier ist auch noch so ein Aufgang. Geht's ja hier auch noch weiter.
Mhm. Eine Kiste. So. Fackel, Trank des Rituals, helf mal Gold. So, da hinten ist noch ein schwarzer Panther. Da müssen wir mal eben aufpassen, dass wir das hier nacheinander erledigen. Hier machen wir erstmal die Krallen auf mal eben fertig. Ach, die schmeißen hier wieder mit ihren komischen Nüssen. Das war auch mit einem Schlag hier mal eben so erledigt, ne? Haut schon richtig gut rein hier, der Wellentänzer. So. Na, komm her, hier. Beißt sich da fest. So. Was haben wir denn hier? Das ist wohl auch ein Teil dieser Expedition. Da hinten waren wir eigentlich schon, ne? Ich bin mir nicht ganz sicher. Obwohl, nee. Waren wir nicht. Wir waren ja dort auf der anderen Seite. Da ist noch so ein schwarzer Panther, zwei Stück. So, Charlie, pass auf. Man kommt auch gar nicht durch, ne, so richtig, ne, die kleben so richtig an einem. So. Na, Johnny, komm mal wieder zu dir. 200 Ruhm hier für so einen Panther. Na? Ich hab noch Grog übrig. Sie hat ja zwei. Hat sie wohl nicht hinbekommen, den einzunehmen. So, mal sehen. Da geht's noch hoch, so ein Pulvermond. Und hier gucken wir uns mal eben hier die Nische mal eben an. Da ist ein Piratenlager. Müssen wir aufpassen, dass wir uns jetzt hier nicht vergeigen. Ja, vier.
Mal sehen. Die werden wahrscheinlich gleich angreifen. Ist so gut wie tot. Verpasse ich meine. Kritischer Treffer. Wir kommen her und kämpfen. Los doch! Das machen wir später hier mit dem. Wir bleiben aber beim Schwert hier. Los, verpass ihn meine! Mach schon! Haut ganz schön rein, ne? Los da! Los, verpass ihm eine! Er kämpft gar nicht mit. Zeig's ihm! Los da! Er gibt dir nur die Ansagen, oder was? So, wer bist du? So, Questerfolg Harlocks Gefolge. So, jetzt mach ich mal eins nach dem anderen. Also er macht hier nur die Ansagen. Na schön, du hast mich besiegt und meine Jungs getötet. Also, was zum buckligen Klabautermann willst du? Ich will Captain Stahlbarts Tagebuch. Was? Stahlbarts? Das habe ich schon ewig nicht mehr. Und selbst wenn, wer bist du, dass ich es dir geben sollte? Questerfolg, das schmierige Köchlein. So. Ich bin Stahlbarts Nachfolger und beanspruche mein Erbe. Stahlbart ist tot? Ich habe ihn lange gekannt, aber dein Gesicht kenne ich woanders her. Moment mal, jetzt weiß ich wieder, wer du bist. Du warst doch der Kerl, der mir den Mord an Hemmler anhängen wollte. Nur weil der Mörder mein dreckiges Käsemesser benutzt hat. Aber ich habe den richtigen Mörder noch gefunden. Ja, das hast du wohl. Also, nehmen wir an, ich führe dich zur Schatzinsel. Was bekomme ich dann? Ja, mach doch mal einen Vorschlag. Was verlangst du? Pass auf, ich sag dir was. Wir können den Schatz eh nicht heben, ohne Stahlbarts Fallen zu überwinden. Du weißt von den Fallen? Nun, er hat sie in seinem Tagebuch erwähnt. Wenn du seine Hinweise findest und sie mit mir teilst, führe ich uns zur Schatzinsel. Deal? Na schön. Wir sehen uns auf meinem Schiff. Unter Deck ist bestimmt noch ein Plätzchen für dich frei. Hi, Captain.